In der letzten Review habe ich auf jeden Fall gesagt, dass in dieser Folge die Kämpfe nun enden werden. Und genau das ist auch passiert. Und Leute, ich muss sagen, es waren echt Szenen da. Die waren so richtig gut umgesetzt und richtig gut gemacht, emotionalerweise. Leute, willkommen zu meiner Review zu Black Clover Folge 112. Und wir kommen eigentlich mal direkt wieder zu der Glamour-Welt bzw. der Traumwelt. Dort haben wir in der letzten Folge gesehen, wie halt eben Sally Türen eröffnet haben konnte. Und das sind auf jeden Fall ganz, ganz viele Ausgänge gewesen, die aber Dorothy letztendlich verschlossen hat. Da sie halt nicht denken kann, dass sie einfach verschwinden sollen, denkt sie ehrlich einfach nur, dass sie verschlossen werden sollen. Mehr auch nicht. Aber in dieser Zeit ist es halt dann wiederum so, dass auf jeden Fall Luck eine geile Idee hatte. Und da muss man sich denken, Luck hatte eine Idee, Leute. Also, der Kleine ist gar nicht dumm. Er ist halt wirklich nur ein bisschen am Kämpfen interessiert, hat so einen Fetisch daraus. Aber dumm ist er nicht und er denkt auch viel nach. Das ist halt schon ziemlich interessant in der ganzen Sache. Seine Idee war eigentlich nur eine Art Darstellung von der echten Dorothy herzustellen. Und das haben die ehrlich gesagt sogar ganz einfach hinbekommen. Ich meine, die mussten eigentlich nur die Fadenmagie von Vanessa benutzen und die Feuermagie von Magna. Und die Herstellung hat eigentlich super funktioniert. Es musste eigentlich nur so aussehen wie Dorothy selbst und diese Dorothy, also Rafe, ne, heißt sie ja so, musste nur an diese Person denken und zack, die echte Dorothy war auch schon in der Traumwelt, Leute. Und ich muss echt sagen, die ist verdammt gut. Also, wenn die wach ist, ist es einfach viel, viel besser. Wenn die immer nur am Schlafen ist, kann das eigentlich nur wirklich abfacken. Ich will die echt mehr reden hören, weil das gefällt mir wirklich viel, viel mehr. Im Anime ihre Stimme zu hören, perfekt, ganz ehrlich. Witzig war ja auch nochmal in dieser Zeit, wo halt eben gefragt worden ist, wie alt sie halt eben ist, weil man muss sagen, die ist halt wirklich ziemlich klein und naja, wen es halt eben interessiert, Dorothy ist 27 Jahre alt, älter als Schaden. Und da muss man auch wirklich sagen, dass die beiden wirklich gegeneinander gekämpft haben. Da haben die wirklich den Kampf der Träume gemacht, also so richtig Sachen gegeneinander geworfen, die wirklich unnormal sind. Also wirklich Riesentiere wie sonst irgendetwas, Digga, das war wirklich ziemlich interessant. Aber daraufhin gab es dann einen Cut, wo wir dann wieder zu Aster und den anderen kamen. Einfach gesagt wurde Aster halt eben von den anderen drei gerettet und da erstmal um Sicherheit gebracht. Was man aber dazu sagen sollte, ist, dass dann halt irgendwie Henry selbst was machen wollte. Und ja, ganz einfach gesagt, Henry wollte sich halt wirklich opfern. Aber hier muss man auch nochmal sagen, dass halt eben man das Story-Impact-mäßig gut hervorgebracht hat. Denn zum einen Punkt hat man das mal nützlich gemacht, denn Henry hat ja so ein Problem, dass er, wenn er irgendwie in der Nähe einer Person ist, die magische Kraft hat, entzieht er halt irgendwie die magische Kraft von dieser Person. Und das hat man irgendwie gut eingesetzt als Gegenangriff. Finde ich sogar richtig genial, aber es hat natürlich nicht viel gebracht, weil halt eben ein Elf eben wahnsinnig viel Magie besitzt, ne? Je nachdem war es halt eben so, dass Henry sich immer schön erinnert hat, wie halt eben Aster und die beiden sich halt nochmal richtig kennengelernt haben, so auf dicke Freunde und so weiter und so fort, weil Aster war auch wirklich die erste richtige Person, mit denen er halt wirklich auch richtig reden konnte. Und darüber hat er auch nochmal viel über die anderen erzählt, allgemein über die Leute, die halt eben dort sind in den Black Bulls. Und da hat halt eben Henry auf jeden Fall gemerkt, dass er nicht wirklich sterben möchte. Also es war sein Ziel, dass er jetzt hier auf jeden Fall sterben will, weil er nichts anderes herausfinden konnte. Er will auf jeden Fall seine Freunde retten, aber er möchte dennoch bei dem bleiben. Und genau das ist das Wichtigste. Also ganz einfach gesagt, Aster und die anderen haben ihm dann natürlich gut geholfen. Ich fand das halt ziemlich gut gemacht, wo halt eben dann Grey sich in das Schwert von Aster verwandelt hat und Aster diesen Schwert dann hingeworfen hat, sodass sie halt auf jeden Fall Henry retten konnte von so einem gewissen Angriff von Gauche. Das war wirklich genial. Also kann man wiederum sagen. Was natürlich danach kam, ist auf jeden Fall logisch gewesen. Aster kam immer wieder näher an Gauche und hat eben Marie ran und konnte die beiden so richtig angreifen und natürlich auf den Boden zwingen. Was dazu nochmal heißt, dass wir eine Art Flashback-Szene bekommen haben aus Gauche sich, beziehungsweise Droid sich, und da hat man jetzt nur gesehen, wer halt eben die Elfen angegriffen haben, und das waren im großen Ganzen die Menschen, die haben die Elfen letztendlich, sagen wir mal so, getötet, und das ist einfach nur ekelhaft. Eine ganze Menschenrasse, natürlich die Königen, die Adligen, haben einfach nur die magische Kraft ausgeraubt und die wollten einfach nur diese magische Kraft haben und dass die einfach nur verschwinden. Die Elfen haben nichts Schlimmes getan, aber dennoch passiert so etwas. Man kann die Wut natürlich verstehen und die meisten Menschen sind natürlich gegen die Menschen. Mann, da kann man sich wirklich schämen. Aber letztendlich hat Droid auf jeden Fall selbst erfahren, dass Aster sowie auch die anderen genauso handeln. Die wollen halt auch nur ihre Freunde retten. Die wollen halt quasi das Gleiche machen und Droid hat es auch zugelassen. Er hat erlaubt, weißt du was, lass mich ruhig gehen, hol deine Freunde zurück, mach was du willst. Droid wollte auch nicht mehr kämpfen, er hat aufgegeben. Ikra genauso, also da kann man auf jeden Fall nichts mehr Schlimmes sagen zu. War halt wirklich so eine Sache für sich, ist auf jeden Fall ziemlich traurig gewesen, dass er
naja, seinen Tod hervorgegeben hat. Ich meine, man muss hier schon sagen, ne, indem Arthur einen Elfen halt eben auflöst und seine Freunde zurückholt, ist es halt wirklich so, dass halt eben dann die Elfen wieder sterben. Das sind halt eben die Fakten, ne, sollte man auch klar machen. Deswegen ist das halt immer so eine krasse Sache und was dann eben Arthur macht, ist halt auch nicht einfach für ihn, ne, also sollte schon mal klar sein. Im großen Ganzen war es auf jeden Fall nochmal so, dass halt eben Droid zu Arthur gesagt hat, dass er dafür noch bezahlen wird, dass halt eben diese Kraft irgendwie noch ausnutzt, also so irgendetwas wird Arthur noch geschehen, dass er etwas dafür zurückgeben muss. Also irgendwie so etwas. Keine Ahnung. Das muss man halt noch ein bisschen verstehen, was er im Großen und Ganzen damit noch meint. Das kann in vielerlei Hinsicht auf jeden Fall gemeint sein, aber da muss man natürlich nochmal ein bisschen nachdenken. Im Großen und Ganzen war es auf jeden Fall so, dass Gauche und halt eben auch Marie wieder zurück waren. Und das war halt ziemlich witzig. Also er kam wieder da zurück, war aber auch mega sauer, dass irgendwie seine Freunde ihn wieder zurückgeholt haben, obwohl er die eigentlich nicht als Freunde angesehen hat und es dann am Ende doch verstanden hat, dass sie seine wertvollen Kameraden sind. Was halt ziemlich cool war, als er dann gesagt hat, danke, dass ihr mich gerettet habt und so weiter und so fort. Also die alle sich überhand haben. Also das ist halt wirklich so die Black Bulls. Der einzigste Orden, der quasi sogar eine Art Familie ist. Das ist einfach so richtig geil, Leute. Das feiere ich immer ab. Dennoch, am Himmel ist dann irgendwie etwas geschehen, dass irgendwie ein Riss auf einmal vorkam und das ist nämlich die Glamour-Welt. Denn dort geht es halt auch richtig ab. Die originale Dorothy und halt eben Rafe kämpfen halt die ganze Zeit richtig miteinander mit richtig großen Tieren, Ritter, Statuen, was auch immer noch. Auf jeden Fall, dass so krass abgeht, dass halt eben die Glamour-Welt explodiert quasi im Großen und Ganzen. Und die alle wieder rauskommen, heißt, sie sind auch wirklich wieder draußen. Wobei es dann auf jeden Fall danach so war, dass halt eben die echte Dorothy verschwunden ist, weil die Glamour-Welt ist ja auch weg, ist ja klar. Und da ist es dann auf jeden Fall so, dass Luck und auch eben Magna einen finalen Angriff gestartet haben und eben diese Rafe-Dorothy nun besiegt haben. Damit ist auch diese Dorothy wieder zurück. Alle anderen haben sich wieder gefunden. Ich meine, ich fand das auch ziemlich cool, wie halt eben nur Isle of Arthur gefallen ist. Leute, die ganzen Black Bulls, abgesehen von Findra, weil er ohnmächtig ist, sind wieder am Start. Und nächste Woche, Leute, geht's in dem Schattenpalast. Das wird sogar richtig interessant, Leute. Damit endet Folge 112 von Black Clover. Also, man muss auf jeden Fall mal sagen, dass ich die ganzen OSTs echt vom Black Clover nicht mag, weil die sind einfach nichts. Die haben nicht nur das gewisse Etwas und das ist echt schade. Aber man muss echt sagen, dieses eine OST, wo Arthur eben Gauch wieder zurückgeholt hat, war schon recht super. Also so im Allgemeinen nichts Perfektes, aber irgendwie habe ich es gemocht. Keine Ahnung. War halt irgendetwas Interessantes. Je nachdem. Nächste Woche geht's in den Schattenpalast und da müssen wir uns wirklich bereit machen. Also kein Scheiß, da gibt es auf jeden Fall die finalen Kämpfe, die halt wichtig sind gegen die Elfen und dort oben ist natürlich auch Licht. Mal sehen, wer überhaupt gegen ihn antritt. Das kann schon ziemlich interessant werden. Mal eine ganz andere Frage natürlich, wo ist fucking Yuno, Leute? Das ist natürlich so eine Sache für sich. Yuno ist immer noch nicht gezeigt worden. Mal sehen, wann er überhaupt gezeigt wird. Leute, schreibt mal eure Meinung zu dieser Folge in die Kommentare. Würde mich da auf jeden Fall nochmal interessieren. Und wie findet ihr eigentlich Dorothy allgemein so als richtigen Charakter? Weil, wie gesagt, man hat die erst jetzt das erste Mal richtig gesehen und somit sind jetzt eigentlich alle Ordensführer auch richtig wirklich deutlich gezeigt worden. Wie gesagt, eure Meinung in die Kommentare. Wenn euch doch diese Review gefallen hat, dann würde es mich nochmal sehr freuen, wenn du dies mit einem Daumen nach oben bewerten würdest. Hier rechts habe ich nochmal zwei Videos für dich und hier links kannst du mal gerne ein Abo da lassen.